So, und damit herzlich willkommen zum neuen Edna-Video bei der Zillis. Und wie man sieht, bin ich heute alle, also sehen jetzt nicht, aber hört. Wie man hört, bin ich heute alleine hier. Wirst du mich von meinen Sünden reinwaschen? Die Reinigung, die du durch mich erfahren wirst, ist nur oberflächliche Natur. Für die vollständige Katharsis musst du erst Blut trinken, den Drachen töten und schließlich die Schuld des Vaters widerlegen. Ach, Seife. Aus deinem Mund klingt alles so leicht. Kann ja sein. Seife, Gründerin der Zivilisation. Echt ein Spiegel? Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Ob es den auch mit einem anderen Motiv gibt? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Kann ich das verschmecken? Ja. Eine erste Analyse ergibt, wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Ja, das stimmt. Vorhin saß ich noch in einer Zelle und redete mit der Wand. Doch nach stundenlanger Kombinationsarbeit stehe ich endlich auf der Herrentoilette und rede mit einem Waschbecken. Du denkst, du hast Probleme? Mann, ich bin das Waschbecken. Ja, da hat sie natürlich recht. Wer baut denn eine Vogeltränke mitten ins Haus? Ob es eine Vogeltränke ist, das ist natürlich dir überlassen. Was kann ich noch machen? Ach, der da. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Wie unfair. Gib endlich das Handtuch frei. Holst du doch. Die kenne ich aus der Origami-Therapie. Ja, Origami-Therapie. Wunderschön. Ich lasse mal einfach das Waschbecken jetzt an. Ich gehe mal hier rein. Da ist noch ein Fenster. Oh. Gibt es hier keine Lichtschalter? Nö. Okay. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Mhm. Alt und ungenießbar. Ja. Yippie, da kommt. Ja, das hatten wir schon. So. Reden hast du ein Kaugummi für mich? Ich wäre ein schlechter Kaugummiautomat, wenn ich keines hätte. Kaffeemaschine. Keine Filter. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne dich wäre ich stets krank. Kaffee, schwarz. Computer? Mist, die Replikatoren sind wieder im Eimer. Ich habe vielleicht kleptomanische Anwandlungen. Aber jemandem die Kaffeemaschine zu stehlen, das wäre Barbarei. Was ist denn mit der Seife? Glitschig. Mhm. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Hast du recht. So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. So wie es aussieht, sind sie... Kann ein ich... Sperrholz... Oh. Kalender? Nein. Das? Die Darts fehlen. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Nö. Okay, dann lass mal raus. Was mit dem Fenster? Es ist verschlossen. Oh, okay. Gehen wir dann mal... Können wir weiter runter? Nein? Okay, dann gehen wir mal wieder da lang. Also wieder zurück. Jetzt sind wir hier. Was ist, wenn wir nach oben gehen?
Achso, dann sind wir hier. Wie wär's denn da rein? Beim Computertyp. Hallo. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich. So. Zurück. Was? Kann ich ihn haben? Ich komme sonst nicht hier raus. Bist du jetzt bekloppt? Erstens ist es nicht erlaubt, die Anstalt zur Arbeitszeit zu verlassen. Zweitens ist die Eingangstür nie verschlossen. Nur die Hintertür. Also kann man jederzeit zur Eingangstür rausmarschieren? Klar! Es sei denn, du bist einer von den Irren. Zurück. Was denn? Kann ich ihn haben? Hulgur schickt mich, ihn zu holen. Hulgur kann selbst kommen, wenn er ihn haben will. Hulgur ist... Naja, er ist verhindert. Verhindert? Wo steckt er? In einem Edna! Er therapiert seine Klaustrophobie. Dann braucht er auch den Schlüssel nicht. Und das Letzte. Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Ich habe eine Gänsehaut. Im zweiten Stockwerk in seinem Büro hat er einen Schlüssel. Im zweiten Stock? War sein Büro denn nicht... oben? Also... da? Hier? Ich glaube, es war sein Büro. Ich liebe es. So, was ist denn damit? Das hängt fest an der Wand. Es ist zwar nicht in den kleineren Rahmen gepresst wurde, aber ich sehe keinen Grund, es zu ändern. Ich nicht die Lampe. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu... Ja, das hatten wir ja schon. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Ja, das hatten wir auch schon. Vielleicht ist das ja auch gar nicht sein Büro. Gucken wir mal. Dann gehen wir mal runter. Und noch weiter runter. Aha. Okay. Gehen wir mal erstmal da ran. Oh. Kommen wir da gar nicht ran. Die ist verschlossen. Oh. Dann gehen wir mal da rein erstmal. Oh. Uiuiui. Nein! Oh, doch nicht raus. Geh da rein. So. Können wir uns draufsetzen? Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Ich warte auf die Mobilvariante. Mit der kann man dann sicher auch MP3s abspielen. Können wir hier was machen? Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. So funktioniert das nicht. Wie denn dann? Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Okay. Dann lass mal wieder raus. Denn es geht weiter runter hier. Er telefoniert. Hallo? Er telefoniert Hallo? Gar nicht. Er reagiert nicht. Kann gar Hallo? Nicht telefonieren. Hallo? Er reagiert nicht. Gut. Dann lass mal weiter runter. So. Kommen wir da raus? Oh oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Da. Ich habe eine Sondergenehmigung. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna.
Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du bist nur zu Besuch. Du bist der Neue. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich habe es satt mit dir. Oh, oh. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na, was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich? Bitte! Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ah. Das habe ich wohl vermasselt. Na toll. Gehen wir mal da lang. Okay. Gehen wir mal da rein. Hi, was machst du hier? Tja. Was treibst du hier? Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Was? Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Ich werde es ihm trotzdem sagen. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Wie wäre es mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drögelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister. Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Ja, komisch. Okay, lass mal da lang. Keine Überraschungsparty? Oh, ein Mal. Wer ist das?
Mann. Hallo, Fremde. Ich rede nicht mit Männern im Bienenkostüm. Dann schwinge deine Stimmbänder wohl nur aus Langeweile, hm? Schlüssel. Der Generalschlüssel. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Das ist der Generalschlüssel! Ich ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde. Desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Nimm doch einfach den Schlüssel. Gehen wir mal da ran. Oh, eine Bar. Hallo. Na, du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Peter? Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Oh. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Also bis jetzt bin ich... Wollte ich rauslaufen, aber da war ein Wachmann. Und dann wurde ich in einen Gesellschaftsraum eingesperrt. Lea! Und den Generalschlüssel habe ich immer noch nicht bekommen. Da hängt zwar der Generalschlüssel, aber sie will ihn nicht holen. Und ein komischer Bienenmann. So, jetzt gehen wir mal da ran. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn.
Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Vorkortenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Du benutzt die Tür da hinten. Die Tür an der Stirnseite des Vorkortenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will. Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Ich geh dann mal wieder. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. So. Dann gehen wir mal wieder in den Anfangsraum. So. Sprechen wir mal mit diesem komischen Typ. Hallo. Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Flash mit dem... Komm. Oh, Cornflakes vielleicht. Das klappt so nicht. Komm mit. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Die limitierte Erstauflage. Drogelbecher. Ach so. Drogelbecher. In der kurzen Zeit? Drogelbecher. Wow. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Kann ich ihn vielleicht hauen? Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Gucken wir mal. Bestimmt nicht. Es ist okay, wenn man mich für irre hält. Aber diese Spiele sind für Volltrottel. Was ist mit dem da? Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Edna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ja, dein Freiheitsbestreben ist groß. Dein Chi fließt nicht, es strömt. Zu lange wurdest du gemaßregelt. Zu lange zurückgehalten. Die Dämme brechen. Der Vulkan bricht aus. Wow, gut geraten. Was führt dich zu mir, Edna? Wer bist du? Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt, der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben, aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein.
sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. So, aber damit verabschiede ich mich schon mit diesem Video. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.